Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja 100 Euro Einkaufslisten vorgestellt und 50 Euro Einkaufsliste habe ich euch vorgestellt. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal meine eigene Einkaufsliste. Ja, die beläuft sich so auf 600 Euro, glaube ich, müssten es sein. 600 Euro, ja. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, weil es eventuell doch für den einen oder anderen interessant ist, zu sehen, was ich mir so kaufe, und ich würde es euch gerne einfach zeigen. Ich möchte aber allerdings dazu sagen, diese Liste ist ein bisschen speziell. Das kommt einfach daher, dass ich halt viele Artikel auch einfach kaufe, zwecks YouTube-Videos, um sie zu testen, um zu schauen, ob sie gut oder schlecht sind. Und deswegen nehmt euch nicht an allem ein Beispiel, was ich mir hier kaufe, weil manche Sachen weiß ich, dass sie schlecht sind. Aber ich habe ja auch Formate wie Top 5 schlechtes Feuerwerk und so. Und da möchte ich diese Sachen einfach aufnehmen und die dann in solche Listen mit einpacken. Aber wir gehen das Ganze jetzt einfach mal gemeinsam durch. Und ja, ich weiß, es ist viel besser in der Excel-Tabelle, aber ich kenne mich mit Excel nicht aus und so ist es mir lieber. Deswegen wundert euch bitte nicht. Okay, ich zeige euch einfach mal, was ich mir so kaufen werde. Und zwar Aldi. Aldi Süd habe ich. Camelot. 19,99 Euro. Ja, gibt jetzt nicht krass was zu sagen dazu. Ist jetzt auch nicht das beste Familiensortiment, muss man sagen. Aber ich hatte es noch nicht. Und ich teste gerne mal Sachen, die ich noch nicht hatte. Und da kommt mir das Camelot eigentlich ganz recht. Und ich mag Familiensortimente eigentlich sehr, sehr gerne. Okay, findet man das hier nicht? Da ist es. Ja, also ist jetzt nichts Berauschendes und es ist ja auch keine Kaufempfehlung oder so. Aber ich möchte es einfach mal testen, um zu schauen, ob sich das lohnt oder nicht. Ja, ich kann mich ja auch täuschen. Jo, dann habe ich Star Hunter. Star Hunter möchte ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Ist einer der Top-Artikel dieses Jahr. Ein Familiensortiment für 4,69 Euro im Süden. Ja, mit 5 Zerlegerraketen und ein bisschen F1 und F2. Also, ja, denke ich, kann man für den Preis nichts falsch machen. Auch das möchte ich einfach mal testen. Dann haben wir das Lancelot. Lancelot 19,99 Euro. Auch das hatte ich schon lange nicht mehr. Ist ebenfalls ein Raketensortiment. Ich glaube, vor 5 oder 6 Jahren habe ich mir das letzte Mal gekauft. Und ich möchte auch einfach mal hier die Raketen testen, wie die sich so machen. Ob man sich die noch kaufen kann oder nicht. Hier, jetzt auch neu in so einer Pappschachtel. Und finde ich sehr, sehr cool. Sieht sehr gut aus. Und ja, 18 Raketen. Ich denke, es geht auf jeden Fall in Ordnung. So, viel Glück Raketen und Ivanhoe jeweils für 9,99 Euro. Ist auch jeweils ein Raketensortiment. Ja, also ich denke mal auch so diese Standard-Raketensortimente, die man sich bei Aldi so kaufen kann. Ich denke, für einen 10er geht es absolut fit. Hier sind die beiden. Ich finde, beide sind sehr gut. Also ich hatte beide schon mal. Und ich denke, die gehen auf jeden Fall in Ordnung. Wie die aktuellen Chargen sind, weiß ich ja nicht, aber deswegen teste ich es ja. Genau. Dann machen wir weiter mit Jackpot. Ja, Jackpot ist auch relativ teuer geworden, aber wie ich finde auch sehr cool jetzt in ja so einer Pappschachtel, und das macht es sehr interessant, allein wegen der Packung. Ja, auch einfach hier will ich gucken, wie sich das so macht, und ich mag solche Leuchtsortimente eigentlich sehr, sehr gerne, und deswegen ja nehme ich mir das auch einfach mal mit für einen 10er. Denke ich, geht das auf jeden Fall klar. Jo, 4 Vulkane habe ich mir aufgeschrieben für 27,96. Das sind 4 Stück, wie gesagt. Ja, ich denke, auch da kann man nichts falsch machen. Das sind diese Schweizer Vulkane. Ich hatte die von Aldi, glaube ich, noch nie. Es müssten aber auch die gleichen sein, die es bei Lidl so gibt. Ja, auch da werde ich mir jeden einfach mal einmal mitnehmen. Die sind einfach sehr, sehr schön. So, jetzt kommt so ein Artikel, wo ihr euch wahrscheinlich denkt, warum kauft er sich das? Parsival, das ist die ehemalige Happy Sky, die es bei... ja, bei Lidl mal gab. Ich muss gerade gucken, wo das ist. Ja, also es ist nicht zu empfehlen. Happy Sky hatte ich schon mal. Parsival hatte ich allerdings noch nicht. Und ich würde die auch gerne einfach mal testen. Und darüber ein Video machen und zu schauen, ja, wie ist die denn in echt? Und ja, vielleicht überrascht sie mich ja doch. Ich denke eher nicht, aber ja, hatte ich noch nicht. Und deswegen möchte ich die einfach mitnehmen. Also wie gesagt, das ist so einer der Artikel, wo ihr euch auf jeden Fall kein Vorbild nehmen solltet an mir. So, Eternity-Batterie, 16,99. Das ist so eine Batterie, die gab es, glaube ich, letztes Jahr auch schon. Und da habe ich letztes Jahr auch schon überlegt, ob ich mir die mal mitnehmen soll. Habe ich aber dann irgendwie doch nicht gemacht. Dieses Jahr möchte ich das anders machen. Ich möchte die dieses Jahr auf jeden Fall mitnehmen. Auch um zu gucken, wie der Effekt einfach so in echt ist.
Und ja, deswegen kaufe ich mir die einfach. Genau. Oh, ich sehe gerade, die ist ja. Die kostet 17,99. Ach ja, je. Okay. Preise stimmen hier auch nicht in meiner Liste. Hier, 17,99. Müssen wir gleich mal anpassen hier. So. Dann haben wir hier die Blowout. Blowout 1999. Auch das ist eine Batterie, die mir letztes Jahr aufgefallen ist, die ich auch letztes Jahr eigentlich mitnehmen wollte, aber es dann letztendlich nicht getan habe. Das wird sich dieses Jahr dann auch einfach ändern. So. Und Poison. Ja, Poison, Standardartikel. Ich denke, einmal kann man die auf jeden Fall mitnehmen. Der Preis im Süden ist sehr, sehr gut für 3,29 € und deswegen, ja, werde ich die auch einfach mitnehmen. Genauso wie Artus, 2,79 €. Ja, kleine Batterie für einen kleinen Preis, geht auf jeden Fall fit. Genauso wie die Tristan, die ist zwar auch teurer geworden, aber ich denke, für den Preis kann man das auf jeden Fall auch noch machen. Und deswegen landet die auch einfach mal im Warenkorb bei mir. So, jetzt kommt wieder so ein Artikel, genauso wie die Parsival oder Percival, auch wie auch immer ihr das aussprechen wollt, für 16,99 €. Ja, das ist auf jeden Fall keine gute Batterie, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wo haben wir die denn? Müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier, Witchcraft. Ja, also das ist halt eine römische Lichterbatterie. Ist für 17 € viel zu teuer. Aber auch da möchte ich einfach mal einen Test machen, um die mir einfach mal in echt anzugucken. Genau. Van Gogh, ja, ist ja die Uranus für 7,99 €. Ich hoffe, hier stimmt der Preis. Wo haben wir sie denn? Van Gogh, wo warst du denn? Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh. Hier, genau. Also wie gesagt, ist die Uranus, ist jetzt nichts Besonderes, aber auch die möchte ich mir einfach mal anschauen. Ja, und die Eruption für 2,29 €, das ist auf jeden Fall wieder so ein richtiger Top-Artikel, den es, glaube ich, im Norden, glaube ich, gar nicht gibt. Eine Feuertaufbatterie für den Preis einfach unschlagbar. Ja, und dann kommen wir bei Aldi Süd auf jeden Fall auf, ja, 187,91 €. Gehen wir weiter zu Lidl. Bei Lidl wird es dann ein bisschen teurer. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das sind ein paar Artikel, die ich mir eigentlich gar nicht kaufen wollte, aber ich mir dann doch überlegt habe, ich mache es. So, ich habe mir hier fünf Verbünde aufgeschrieben: Daybreak, Magic Dance, Rising Colors, Showmaster und Spotlight. Ich habe es gar nicht mit Verbünden aus dem Discounter. Aber ich möchte sie testen. Ja, ich möchte einfach mal sehen, wie sind denn die Verbünde aus dem Discounter. Vor allem die bei Lidl. Ich denke, das sind die interessantesten. Und da werde ich mir einfach jeden einmal mitnehmen und mir den mal anschauen. Ja, ich denke mal, ich werde enttäuscht werden, aber ich tue es einfach und schaue es mir mal an. So, worauf ich mich aber sehr freue, ist das Rocket Clash. Das ist ein Raketensortiment, das müsste eigentlich auch jeder kennen. Mit Kugelbomben, wie es hier steht, und normalen Raketen. Auch leider, wie vieles anderes, auch sehr teuer geworden. Aber das hatte ich das letzte Mal, als es rauskam, ich glaube 2019, hat mir sehr gut gefallen. Ich werde es mir jetzt dieses Jahr einfach auch nochmal mitnehmen, um mir das einfach mal anzuschauen. So, Highspeed Rockets, die ehemaligen Highspeed Bombs, 9,99 €. Ist ja eigentlich dasselbe wie das Ivanhoe bei Aldi Süd oder Aldi Nord. Ja, auch da werde ich mir einfach mal den Artikel ja mal angucken. Und ja, das ist jetzt hier gar nicht drin, weil das ein regionaler Artikel ist. Aber auch den Artikel möchte ich mir einfach mal anschauen und den soll es angeblich bei mir geben. Jewels of the Sky, ein Leuchtsortiment, das ich 2017, meine ich, das letzte Mal hatte. Ich fand die Sortierung eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, damals war es noch 2 € billiger oder 3 € sogar, ich weiß gar nicht mehr. Ich finde es tausendmal besser mittlerweile als das Bombette. Das Bombette ist viel zu überteuert. Da würde ich auf jeden Fall lieber das nehmen. Da habt ihr echt schöne Fontänen mit drin, muss man wirklich sagen. Also sind wirklich schöne Fontänen. Vor allem die Saphir ist sehr, sehr schön. Also die kann ich euch echt nur ins Herz legen. Und ich möchte die einfach wieder zünden. Bloody Brilliant. Ja, für 4,99 €. Das ist die Bloody Mary, die es ja jetzt hier neu gibt. Die kann ich euch jetzt hier auch nicht zeigen. Ich glaube, ich müsste hier mal meine Filiale auswählen. Dann könnte ich euch die zeigen. Ja, ist die Bloody Mary und gibt es für 4,99 €. Genau. So, dann Flashback. 5,55 € ist auch eine Neuheit. Ja, also die ist nicht gut. Aber auch darüber möchte ich einen Test machen, um zu gucken, ja, wie die so ist. Und einfach mal zu gucken, was sie in echt einfach kann. Interessiert mich einfach und ich finde es halt einfach auch spannend.
Magic Gin, eine neue Nico-Batterie, beziehungsweise ich glaube, die ist gar nicht neu, ich meine, das ist die Kolibri. Auf jeden Fall gibt es die unter Magic Gin als für 3,99 € bei Lidl. Ich denke, das ist so ein Artikel, den kann man auf jeden Fall machen, genauso wie hier die Discovery. Ich denke, für den Preis geht es auf jeden Fall fit. Ich habe sie auch schon getestet. Das Video wird wahrscheinlich auch bald online kommen. Für 16 Schuss ist es völlig in Ordnung. Genau. Dann Kracher Inferno und die Kubis. Kubis kann ich euch hier nicht zeigen, weil die sind regional. Wird es aber wahrscheinlich bei mir geben. Ich habe ja den Prospekt schon da, da sind die auch mit drin. Das Kracher Inferno ist ja jetzt auch in einer Pappschachtel. Ich liebe Böller, auch wenn diese Böller nicht sehr gut sind. Ich werde mir das auf jeden Fall einmal holen, um es auch hier einfach nochmal zu testen. Genau. So, und dann kommen wir hier bei Lidl auf 237,43 €. Machen wir weiter bei Norma. Bei Norma wird es nicht so viel. Da habe ich mir einmal ein Familiensortiment aufgeschrieben. Es ist jetzt auch keine krasse Kaufempfehlung oder sonst irgendwas. Hier das Extended Family. Auch das hatte ich noch nicht. Von der Sortierung her ist es ganz nett. Ja, deswegen werde ich es mir einfach mal einmal einpacken. Ich mag Familiensortimente, deswegen steht das hier mit drauf. Dann habe ich mir die Mini-Batterie Crazy Crackler aufgeschrieben für 3,99 €. Ja, hier darf man auch nicht so viel erwarten. Ich möchte aber eventuell so einen Vergleich machen an Silvester von so Mini-Batterien, um die einfach mal alle von den Discountern zu vergleichen, um zu schauen, welche so die besten sind. Und deswegen ist die auch hier mit auf der Liste. So, zweimal die Birds of Fire. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das dieselbe Batterie, die es bei Lidl gibt als Magic Gin. Nur hier unter einem anderen Namen. Und sogar einen Euro teurer. Aber ja, ich möchte halt eben diesen Vergleich machen und deswegen habe ich die mir aufgeschrieben. Also wenn ihr die haben wollt, dann kauft sie bei Lidl, ganz ehrlich. Ist auf jeden Fall billiger dort. Genau, Mephistos Fire, ja, auch die ist leider teurer geworden. Die soll auch in diesen Vergleich mit reinkommen. Genauso wie die Magic, die Sweet 16. Die beiden sind auch kleine Batterien, die ist sogar neu. Und genau, die Magic, wo haben wir die? Die war doch auch hier irgendwo, glaube ich. Ja, Magic sieht man jetzt hier gar nicht anscheinend. Okay, wahrscheinlich habe ich es einfach übersehen, aber nee, ich sehe sie nicht. Ja, aber die wird es geben. Genau, auch eine kleine Batterie ist das für einen kleinen Preis. So, und dann haben wir hier die Monster Blaze, die ist auch gottlos überteuert. Die hat, glaube ich, mal 25 € gekostet. Hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal 2013. Ja, also mir hat sie damals sehr gut gefallen, so wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich weiß nicht, ob die für 30 € sich noch lohnt. Aber auch aus dem Grund möchte ich sie einfach nochmal testen. Genau, und dann kommen wir hier bei Norma auf 92,91 €. Machen wir weiter mit Kaufland. Das wird sehr, sehr witzig jetzt werden. Denn da ist ein Artikel, da werdet ihr mich jetzt wirklich für bescheuert halten. Fangen wir einfach mal an. Alien 2,99 €. Auch die soll in diesen Vergleich reinkommen. Ist eine 20-Schuss-Batterie, eine kleine Batterie, kennt man. Ist nichts Besonderes, aber ich finde sie ganz witzig und für den Preis geht sie eigentlich auch noch ganz fit. Quicksilver. Das ist eine Komet-Batterie für 3,99 €. Auch die soll in diesen Vergleich mit reinkommen. Einfach mal testen. So, und jetzt kommt der Artikel, der in einen Top 5 schlechtes Feuerwerk reinkommen soll, weil das ist wirklich schlecht, das kann ich jetzt schon sagen. Für 14,99 € die Hexenjagd-Batterie. Das ist einfach, man will meinen, dass das hier eine Heuler-Batterie ist, eine 300-Schuss-Heuler-Batterie. Ist es aber nicht. Es ist eine Leuchtkugel-Batterie. Also, ja, ich will es einfach mal testen. Bei Kaufland komme ich dann auf 21,97 €. Ja, dann haben wir noch Penny. Ich habe mittlerweile in meiner Stadt gar keinen Penny mehr, aber da muss ich ein paar Kilometer fahren, aber das ist okay. Penny finde ich ganz interessant dieses Jahr. Da habe ich mir aber auch nicht so viel aufgeschrieben. Einmal das Frenzy Family, ist ein Familiensortiment. Es kostet 9,99 €. Eine bunte Mischung aus Raketen, Böllern und Jugendfeuerwerk und so weiter. Dann das Festival of Lights für 6,99 €. Das sieht ganz interessant aus, muss ich sagen. Für den Preis sogar, da kriegt man eigentlich schon einiges, was ich gesehen habe. Hier. Genau, das ist eigentlich sehr, sehr nett. Sieht auch sehr, sehr nett aus, so von der Verpackung her. Und ich
denke, für 6,99 € kann man das auf jeden Fall so als Alternative zum Jackpot oder so, kann man das, denke ich, mal ausprobieren. Also ich werde es mir mal mitnehmen. Ja, dann kommt eine gute Batterie, die Barbarian. Habe ich jetzt bestimmt auch 5 Jahre nicht mehr gehabt. Ja, ich würde sagen mal eine der besten Batterien, die es bei Penny gibt, hier. Wirklich auch sehr cool mit dem Totenkopf hier für 12,99 €. Ich denke, das geht für den Preis absolut in Ordnung. Ja, und dann haben wir noch eine kleinere Batterie, die auch in diesen Mini-Batterien-Vergleich kommt. Die Starflyer für 2,99 €. Die haben wir wo? Ich glaube, die war da oben. Ja. Ja, also ich denke, auch hier kann man nicht so viel erwarten, aber einfach auch zum Testen. Und für den Preis, denke ich, geht die auch absolut klar. So, dann kommen wir bei Penny auf 32,96 €. Jetzt kommt noch der Netto. Ach, hier muss ich 1 € dazu rechnen, weil ja, da oben war ja 1 € zu wenig drin gestanden. Genau, Netto, sehr, sehr interessant. Das sind eigentlich auch alles Artikel, die auch in diesen Vergleich reinkommen sollen. Das sind 6 Batterien für jeweils 4,99 €. Da kommen wir auf 29,94 €. Kann ich mich nicht erinnern, dass das Netto vorher schon mal hatte. Ich glaube, das ist neu. Eine Batterie namens Glitter, Magic, Shiny, Sparkle, Stars und Funky. Ob sich das jetzt für 5 € lohnt, wage ich zu bezweifeln. Es einfach mal zu testen, ist okay. Mache ich jetzt einfach mal. Netto ist jetzt eigentlich nicht so der Laden, wo ich gerne einkaufe. Aber ich werde sie alle mal mitnehmen und einfach auch alle mal testen, um zu gucken, was die können. Und das werdet ihr dann nächstes Jahr dann auch in einem Vergleich sehen. Jo, das war's eigentlich schon. Gesamt kommen wir auf 603,12 €. Ich werde wahrscheinlich am zweiten Verkaufstag auch nochmal losstarten, so wie ich es immer mache. Es landen immer wieder Artikel mit rein in den Einkaufswagen, die gar nicht auf der Liste stehen. Ist ganz normal. Lidl, wenn ihr euch fragt, warum ich da jetzt keine Black Ice und so weiter mir gekauft habe, ist ganz einfach. Lidl hat mir ziemlich viele Artikel zum Testen schon zugeschickt, wie Daredevil, Black Ice und so weiter. Also The New Beastmaster, ich habe das alles schon da. Deswegen muss ich mir das oder werde ich mir das in der Einkaufstour auch nicht mehr kaufen müssen. Sonst hätte ich das natürlich getan, aber ich habe die Sachen schon. Ja, und deswegen sind sie auch nicht in dieser Liste. Ja, und dann komme ich so auf diese 600 € und ich denke, das ist ganz in Ordnung. Da kann man auf jeden Fall was anfangen mit. Und wie gesagt, das ist meine Liste. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne eure Liste reinposten, würde mich sehr interessieren, was ihr euch so kauft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zum nächsten Video und haut rein, einen schönen Tag noch.